Oaki. Vom Ergebnis war es ein bisschen knapp, aber ich habe doch einen recht dominanten Sieg von Ihrer Seite gesehen. Wie haben Sie es gesehen? Heute hat meine Mannschaft einen guten Job gemacht. Wir haben uns entschieden für eine taktische Maßnahme. Die war erste Halbzeit nicht 100% umgesetzt. Wir wollten hochpressen, wir wollten SV nicht zum Spiel kommen lassen und wir wollten einfach das Mittelfeld stark dominieren. Wir hatten Unstimmigkeit zwischen Sechser und die zentrale Zehner, zwischen Gonas und Jones. Dadurch kam SV ab und zu mal zu einer oder anderen Gelegenheit. Das Thema haben wir besprochen in der Halbzeit, wir haben es verbessert. Und somit war die zweite Halbzeit einfach komplett im Griff. Gegner hat ab und zu mal die Chancen nur über den Standard. Die kann man einfach schlecht verteidigen, weil der Zufall spielt auch eine Rolle beim Standard. Aber sonst war meine Mannschaft besser und wir haben unseren Job gut erledigt. Und wir hätten auch 2-3 Tore mehr haben können. Unsere Torchancen waren ja 100%ige. Aber am Anfang oder am Ende geht einfach dieser Sieg völlig in Ordnung für meine Seite. Sie haben zum Schluss gegen 9 Mann gespielt. Wie haben Sie die Karten gesehen? Das waren sicherlich Schlüsselszenen auch. Ja, das kann ich kaum auswerten. Ich glaube schon, dass unsere Spieler war oder hat einfach den Spieler mit dem Hand gezogen. Das war eine gelbe Karte und der andere muss sich einfach ein bisschen im Griff. Dann hätten wir einfach eine gelbe Karte und das Spiel geht weiter. Und ja, so das war eine rote Karte. Da kann man nichts anderes beschreiben. Und alles andere war eigentlich normal. Also das war jetzt nicht übertrieben. Die Zweikämpfe waren okay. Ich fand es fair. Und wir haben ein oder andere Thema Fehler gemacht gegen Schwetzingen. Unsere Spieler waren auch bestraft wegen sowas. Das muss man lernen und solche Spieler müssen auch in die Zukunft besser mit solchen Dingen umgehen. Und dann passt das. Wie sind Sie damit umgegangen, dass es heute, ja, also das Spiel wurde ja kurzfristig angesetzt, eine Verlegung. Und ja, wie sind Sie damit umgegangen? Wie hat es sich ausgewirkt? Also ich habe immer noch Kontakt zur SV Dula, von der Vorstandsseite oder auch Spieler. Mit dem Trainer genauso, da kann man einfach sehr gut austauschen. Wir wollten den Spiel einfach verlegen, aber diese Sturheit von einem oder anderen, das hat uns einfach stark belastet. Die Spieler wollen einfach kicken, da gibt absolut kein Problem. Trainer genauso macht einen sehr guten Job und er ist ein Vernünftiger, mit dem man arbeiten kann und sich austauschen kann. Deswegen fand ich es sehr schade, dass diese Unstimmigkeiten wegen einer oder anderen Person, die einfach wirklich nur seine Meinung hart und stur durchsetzt, das belastet einfach die beiden Vereine. Ich fand es sehr schade und man hat heute gesehen, wir können uns die Hand geben und wir haben uns gegenseitig sehr höflich begrüßt und wir haben ein super Verbandsligaspiel gesehen. ASV ist mein Verein, ich mag ASV und ich habe sehr gerne beim ASV gearbeitet und ich möchte einfach, wenn ich die ASV Durlach einfach begegne, egal wo, dass es einfach gut geht und wir haben es heute geschafft und das ist okay. Und wie hat sich das heute auf das Spiel ausgewirkt, dass es Ihr ehemaliger Verein war? Ansonsten? Ja, also große Emotionen. Ich habe einfach jeder, den ich kannte, einfach begrüßt persönlich und die Spiele genauso. Aber ich habe von Anfang versucht, die Emotionen rauszustecken und die Mannschaft komplett einfach auf das Spiel zu fokussieren. Man hat gesehen, wir haben am Anfang komplett den Fokus nur auf unser Spiel und alle diese Nebendinge haben wir einfach wirklich ausgeblendet. Jetzt geht es in die Winterpause, das war jetzt das letzte Spiel. Ihr Fazit von der Hinrunde und vielleicht vom ganzen, okay, vom Jahr können Sie es vielleicht nicht ziehen, Sie sind ja erst im Sommer dazugekommen. Also wir haben einen Fortschritt gemacht von der Entwicklung her. Verein arbeitet sehr, sehr engagiert im Hintergrund. Ich genieße viel Freiheit und viel, viel Raum. Das macht mich wirklich glücklich. Es gibt immer einen anderen Punkt, den man verbessern kann, werden wir. Aber ich sage es, unser Job jetzt werde ich bezeichnen als gut, nicht sehr gut. Wir haben zu viele Fehler gemacht, aber im guten Bereich sind wir schon und das motiviert mich. Wir werden unter anderem vielleicht versuchen, zu uns zu ziehen im Winter, dass wir uns verstärken. Wir haben einen 14-Mann-Kader, das ist sehr, sehr dünn. Wir haben es geschafft, ohne Verletzung hinzubekommen. Und das letzte Spiel gegen Schwetzingen, das ist ein Derby in dem Raum hier, war viel Emotion und da haben wir einfach ein oder andere Spiele verloren. Wir haben heute mit sehr begrenzten Mitteln gespielt gegen ASV und trotzdem hat es funktioniert. Aber in der Rückrunde werden wir definitiv besser und stärker. Was können Sie uns für einen Ausblick in die Winterpause geben? Was haben Sie als Mannschaft und Verein vor? Wir wollen
oben mitspielen. Ich sehe meine Mannschaft nicht als eine Übermannschaft in der Verbandsliga im Vergleich zu Mannheim oder Heddesheim oder auch, sage ich mal, diese drei Weinheim. Das sind drei Vereine, wo ich sehe, sie sind sehr, sehr gut besetzt und die sind in der Breite besser besetzt. Da brauchen wir noch einen Schritt, dass wir einfach mit denen mithalten können von dem Personal her. Aber mit einer guten Arbeit werden wir uns gerne mit solchen Mannschaften messen wollen. Nichts anderes bleibt das Ziel. Also dritter, vierter Platz wäre einfach für mich das Minimum, was ich dieses Jahr erreichen möchte. Herr Oake, ich danke Ihnen vielmals für das Interview, wünsche Ihnen viel Erfolg und alles Gute für die Feiertage und für den Jahreswechsel. Wir brauchen auch die Erholung. Vielen Dank noch.